Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie die Konfiguration des DeFlex-Browsers ganz einfach und schnell exportieren können. Falls Sie die App noch nicht konfiguriert haben, beachten Sie bitte das zugehörige Video und richten Sie den DeFlex zunächst ein. Ist DeFlex bereits konfiguriert, tippen Sie zunächst zweimal auf den Bildschirm. Nun erscheint oben die Toolbar. Klicken Sie hier auf die drei Punkte oben rechts. In dem auftauchenden Menü klicken Sie danach auf Einstellungen. In den Einstellungen scrollen Sie bis zu dem Punkt Einstellungen exportieren herunter. Beim Klick auf diesen Punkt erscheint ein Pop-up mit einem QR-Code, der sogleich mit einem weiteren mobilen Endgerät, das die gleichen Einstellungen des DeFlex bekommen soll, abgescannt werden kann. Es besteht die Möglichkeit, den QR-Code als PDF-Datei zu exportieren. So können im Nachhinein weitere mobile Endgeräte ganz einfach und schnell konfiguriert werden. Alternativ können die Einstellungen als JSON-Datei exportiert werden. Wenn die Einstellungen über ein Mobile Device Management verwaltet werden, kann man die Konfigurationsdatei, die beim Export als Datei erstellt wird, an alle Geräte, die mit DeFlex genutzt werden sollen, verteilen. Auf diesen Geräten können Sie sich den Speicherort aussuchen. Klicken Sie danach auf Speichern. Danach ist das Teilen der gerade erstellten Datei zum Beispiel auch über Microsoft Teams oder WhatsApp möglich. So können alle eingesetzten mobilen Endgeräte in Ihrem Unternehmen ganz einfach die identischen Einstellungen des DeFlex importieren.